In Amman bereiten sich Jordanier auf ihre Pilgerreise nach Mekka vor. 24 Stunden soll die Wallfahrt mit dem Bus dauern. Isam Smadi ist mit seiner Frau unterwegs, seiner Mutter und seiner Tante. Wie die meisten anderen Fahrgäste sind sie nicht gegen die Schweinegrippe geimpft. Der Impfstoff ist immer noch in der Erprobungsphase. Man kann ihm nicht richtig trauen. Er ist noch nicht sicher genug. Saudi-Arabien, das Ziel der traditionellen Wallfahrt Hadsch, hat zwar Angst vor einer Ausbreitung des Virus, doch impfen lassen müssen sich die etwa 2,5 Millionen Pilger nicht. In Jordanien haben die Behörden 100.000 Dosen mit dem Impfstoff verteilt. Das Mittel sei wirksam, betont der Gesundheitsminister. Kein Medikament ist hundertprozentig sicher. Es gibt auch Nebenwirkungen, aber nur sehr, sehr selten. An die 30 Gesundheitszentren in Jordanien haben den Impfstoff bekommen. In dieser Klinik in Amman haben sich 27 Pilger impfen lassen. Manche holen sich nur noch Ratschläge, denn den richtigen Zeitpunkt haben sie verpasst. Der Impfstoff soll 10 bis 14 Tage vor der Abreise eingenommen werden. Wir gehen zum Beten nach Mekka, aber ich denke, Gott will auch, dass wir auf unsere Gesundheit achten. An die 6.000 Jordanier gehen dieses Jahr auf den Hadsch. Nur 700 von ihnen sind geimpft worden. Dabei werden aus Saudi-Arabien bereits die ersten Schweinegrippetoten unter Pilgern gemeldet.